Willkommen zum zweiten Teil des Tutorials, wo es um die Leistungserpassung der Skelettmuskulatur geht. Schauen wir uns die verschiedenen Muskelfasertypen mal genauer an. In unserem Studium haben wir bislang kennengelernt, dass im menschlichen Körper drei Arten von Muskelfasertypen vertreten sind. Der Typ 2b, die extrem schnellen Muskelfasern, sind nur bei Nagetieren vorzufinden. Umgekehrt proportional zum Kontraktionstyp ist die Ermüdbarkeit der einzelnen Muskelfasern. Langsam kontrahierende Muskelfasern ermüden langsam. Sie sind also recht ausdauernd. Und die schnellen Muskelfasern dahingegen haben eine hohe Ermüdbarkeit. Die folgenden Zeilen lassen sich mittels folgendem Schaubild einfacher darstellen. Hier sind die verschiedenen Energiebereitstellungsmechanismen aufgetragen. Um Bewegungen auszuführen und damit unser Muskel kontrahieren kann, benötigen wir ATP, das Adenin-Triphosphat. Nach der Spaltung wird aus dem Adenin-Triphosphat das Adenin-Diphosphat. Um aus dem Diphosphat wieder ein Triphosphat zu machen, wird ein weiteres Phosphat benötigt, und zwar das Kreatin. Die Arbeitsweise des Kreatinphosphats ist Anaerob-Alaktazid. Damit kann der menschliche Körper ca. 8 Sekunden mit Energie versorgt werden. Danach wird ein anderer Energiebereitstellungsmechanismus gewählt. Die Glykolyse ist der schrittweise Abbau von Monosacchariden, sprich von Einfachzuckern. Zunächst arbeitet der Körper Anaerob-Lactazid. Als Nebenprodukt entsteht die Milchsäure. Die anaerobe Glykolyse hat eine Arbeitsdauer von 40 bis 90 Sekunden. Danach wird in den aeroben Modus geschaltet. Hier kann der Körper unter der Zufuhr von Sauerstoff etwas länger mit Energie versorgt werden. Ungefähr 90 Minuten. Wenn die in der Leber und den Muskeln gespeicherten Kohlenhydrate bzw. Glykogene aufverbraucht wurden, dann wird in den letzten Modus, dem Fettverbrennungsmodus, geschaltet. In diesem Modus kann der Körper mehrere Stunden mit Energie versorgt werden. Nachdem wir die unterschiedlichen Muskelfasertypen kennengelernt haben, interessiert uns, ob durch gezieltes Training die muskulären Strukturen so verändert werden können, dass sich eine langsam zuckende Muskelfaser in eine schnell zuckende Muskelfaser transformiert. Grundsätzlich sind zwei Transformationsformen möglich. Jede Belastung, katabole Stoffwechselzustände oder Stress führen zur Ausprägung eines langsamen Muskelfasertyps. Jede Entlastung wie eine Trainingspause, Ruhigstellung oder Schwerelosigkeit begünstigt die Ausprägung eines schnellen Muskelfasertyps. Derzeit sind 10 Myosin Heavy Chain Isoformen bekannt. Bei Menschen sind 3 MHC Isoformen im Skelettmuskel vorhanden, nämlich MHC1, 2A und 2D bzw. X. Durch niederfrequente Elektrostimulation kann im Tierexperiment ein schneller Muskel in einen langsamen, ausdauernden und ermüdungsresistenten Muskel transformiert werden. Hier haben wir eine Verteilung der Myosin-Schwerketten-Isoformen bei einer gesunden, untrainierten Kontrollperson C im Vastus lateralis vorliegen. Rechts daneben befindet sich die Verteilung der Myosin-Schwerketten-Isoformen von zwei Probanden vor A0 und B0 und nach Krafttraining A1 und B1. Die relative Menge an MHCs kann über Fläche und Intensität der Bande in der Elektrophorese quantifiziert werden und entspricht dem relativen Anteil der Faserflächen eines Muskels. Bei diesem Experiment ist zu sehen, dass der Anteil der MHC1-Isoformen bei beiden Probanden deutlich niedriger ist. Hingegen bei den MHC2D-Isoformen hat der Anteil deutlich zugenommen. Wir sehen, beide Transformationswege sind möglich. Ein schneller Muskel kann in einen langsamen Muskel transformiert werden und umgekehrt ist dies auch möglich. Damit ein Muskel wachsen kann, benötigt er einen Wachstumsreiz. Ein Wachstumsreiz kommt dann zustande, wenn im Körper große Belastung abverlangt wird. Durch starke Belastung kann es im Muskelgewebe zu sehr feinen Rissen, sogenannten Mikrotraumata, kommen. Diese mikroskopischen Verletzungen signalisieren dem Körper, dass der vorhandene Muskel der Beanspruchung nicht gewachsen war. Der Körper wird daher bei der Regeneration, der Reparatur der erlittenen Mikrotraumata, den Muskel über den Grundzustand hinaus verstärken. Was dann genau passiert, erfahrt ihr im dritten Teil.